drücken, denn jetzt wird's wirklich geil. Rhonda? Are you in here? Rhonda? Oh God, Rhonda! Nick! Nick, honey, be careful! Jesus! They tortured me. They took my fucking arm. Rhonda, you'll be dead soon if we don't stop the bleeding. We only have a few minutes. First aid kit. To stop the bleeding. Maybe at Roy's Mart. But they're still around here. Looking for you. I'll be right back, Rhonda. Hang in there. Ja, wollen natürlich Rhonda nicht sterben lassen und holen ihr die Medikamente. Und wir sehen oben rechts, die hat nicht mehr lange. Wir müssen uns dementsprechend jetzt ganz schön beeilen. Open the door, please! Und was erwartet uns hier? Natürlich Schergen. Jetzt haben wir hier Acid Rain. Deswegen nehme ich die Biene nämlich immer mit. Weil ich immer nicht weiß, ob hier eventuell irgendwann nochmal Leute kommen. Was hast du eigentlich für ein Problem, Mama, Kollege? Denn das ist wie so ein Säureregen, der da vonstatten geht. Und das finden die Kollegen nämlich gar nicht gut. Und bevor Rhonda jetzt hier nämlich das Zeitliche segnet, werde ich hier nämlich nochmal schnell was basteln. Ah, das wollte ich eigentlich gar nicht. So, wunderbar. Das klingt doch schon eher nach Rabatt. Und hier ist die Zar wieder. Und damit sind wir wieder im Spiel. Back in game, würde man sagen. Und da oben steht immer noch ein Kollege mit einem Raketenwerfer. Da muss man immer aufpassen. Wenn man den das erste Mal sieht, kriegt man das Ding vollen Brezelkorb an die Zwiebel. Und First Aid. Rhonda, wir kommen. Wir trinken auch noch schnell eine Spezi. Schwupps. Und zurück zu dir, my dear. Und ich finde, das ist wirklich eine ziemlich geile, oft kopierte, aber wirklich sehr, sehr geile Szene. Übrigens hier die Möglichkeit, Rhonda sterben zu lassen. Auch das ist dann ein anderer Werdegang. Und was genau da passiert, ist, das sind verschiedene Handlungswege, Handlungsstränge, die sich dann durchziehen. Müsste man mehrere Male durchspielen, dann könnt ihr euch das angucken, aber jetzt erstmal Combo Rhonda. Ready to rumble. Let's go. Ich finde das ziemlich cool. Klar, die meisten werden ja sagen, es ist voll abgekupfert. Na und? Wenn es cool abgekupfert ist, lass die Leute abkupfern. Wenn man es billig macht, finde ich es auch blöder, aber das ist doch cool. Action Rhonda at its best.
Und die teilt auch aus. Also muss man sagen, die stellt sich dann auch hin und macht hier auch einen auf Action Runner. Aber das ist jetzt nicht Sinn der Sache, sondern wir wollen die beiden ja wieder vereinigen. Und das tun wir auch. Und ich brauche dazu noch meinen Wagen. Den hole ich mir da hinten wieder. Und um Ronda muss man sich wirklich gar keine Sorgen machen. Die ist hier wirklich ganz clever. Die weiß, was zu tun ist, was er machen muss. Und die ist immer da, wenn man sie braucht. Die Zombies machen ihr zwar hier das Leben schwer, aber im Gegensatz zu ihrem lieben Kollegen ist sie schlauer und weiß, wie man da durchkommt. Und auf dem Rückweg. Wie gesagt, habe gerade den lieben René gegrüßt. Der René ist vom Mobile Gaming Channel. Wenn ihr also auf Mobile Games steht, für iPhone, dann dürft ihr auch gerne seinen Channel besuchen. Den findet ihr bei YouTube unter Mobile Gaming for You. Also Mobile, ja? Wisst ihr Bescheid? Mobile, dann Gaming, alles groß. For, eine 4 und You, ein U. Und dann kommt ihr auf den Channel von ihm. Und der befindet sich gerade so ein bisschen im Aufbau. Momentan ist noch nicht ganz so viel zu sehen, wird sich aber noch ändern. Da werdet ihr dann ein paar Videos von ihm sehen, wo er euch ein paar Tipps gibt oder wo er einfach coole Momente aufgenommen hat aus Spielen. Und da habe auch ich meinen Senf dazu gegeben und das ein bisschen unter die Arme gegriffen. Da findet ihr dann Videos, die ich dann eben für ihn zusammengeschnippelt habe. Ist jetzt keine Glanzleistung von mir. Aber da könnt ihr gerne reingucken, wenn ihr möchtet. Es stehe euch frei, diesen Channel zu besuchen. René, ich hoffe, diese Art von Werbung hat dir gefallen. Denn ich weiß, dass du immer noch fleißig am Zugucken bist in deiner Mittagspause. Und Daumen hoch dafür, dass du dich mit mir hier durch das Game quälst und diese Hunderten von Zombies, die sich hier mittlerweile schon angesammelt haben, das Handwerk legen möchtest. Und ja. Jetzt gibt es natürlich die heiß ersehnte Wiedervereinigung und den damit freigelegten Handlungsstrang. Denn wie gesagt, dieser Strang wird tatsächlich nur freigeschaltet, den wir jetzt spielen, wenn ihr genau diese Art von Gaming jetzt hier macht. Das heißt, ihr müsst Gary am Leben lassen, ihr müsst Ronda am Leben lassen und ihr müsst in den Arm bauen. Dann kommt das hier. Ja, dann kommen wir nämlich hier rein. Wir kommen natürlich auch rein, wenn wir ihn töten. Und können aber dann ein bestimmtes Ende nicht freischalten, was wir brauchen. Und ihr hört's schon, Annie ist hier drin. Die wurde ja bekanntlich von ihm gesucht und entführt. Und wir wollen sie natürlich wieder haben, denn auch wir haben sie lieb. Natürlich, Ronda und Gary sind nicht die einzigen, die sich lieben. Und je öfter ich das gespielt habe, umso süßer finde ich diese Annie. Die ist wirklich ganz knuffig. Die hat sowas ganz Feines. Da ist sie richtig zum Dahin schmelzen. Oh, hinten ist auch noch einer.
Nee, die ist wirklich süß. Also, muss man sagen. Ich finde ja nicht viele Gaming-Frauen toll, aber die ist wirklich... Die ist knuffig. Ja, schreibe ich nicht an. Hier ist noch irgendwo einer. Ich weiß noch nicht, wo. Ich gucke mal. Da! Hadouken! Weg! Outside, chase them off. Well, I told him if there are any problems to meet us at the plane, so maybe he's there. Let's go. And Nick. Annie? Red and I. We used to be together a long time ago. We're not now. He's still weird about it sometimes. It just seemed like he wanted to know. It seemed like I wanted to tell you that. I'm just. Really happy you keep showing up. Let's get to that plane. Süß die beiden, oder? Ich finde sie toll. Hier sind auch ein paar Waffen noch drin. Ich werde Annie allerdings meine Waffe in die Hand drücken. Denn damit kann sie wahnsinnig gut umgehen. Und wir machen uns einmal noch ein Laserschwert. Und wir machen uns auch noch... Nein, das brauche ich. Genau, wir machen uns jetzt auch noch diese... Tactical Handgun-Kombo. Und müssen jetzt natürlich zurück. Um den ganzen jetzt hier die Krone aufzusetzen. Warum habe ich jetzt diese Tactical Handgun gemacht, wenn da doch nur eine Taschenlampe dran ist? Ich meine zu wissen, dass eben auch die Munition mehr wird. Die normale Handfeuerwaffe hat nicht so viele Schuss. Und auch um Annie muss man sich keine Sorgen machen. Auch die ist wirklich 1 fix 3 immer dabei. Und diese coole Chopper hier, die leider schon halb im Arsch ist, nehmen wir. Um Annie natürlich gebührend aus der Situation hier zu bringen. Denn nur auf so einer echten Chopper ist ein Held noch ein Held. Auch wenn sie da hinten jetzt gerade eine kassiert hat. Das gehört halt zum guten Ton dazu. Nein, natürlich nicht, aber wir fliehen ja jetzt auch. Und das möglichst fix. Drehen hier wieder auf die Autobahn zu und fahren hier über die Ramp. Zack. Mit einem coolen Bremsmanöver. Und gucken jetzt hier durch. Ihr könnt euch natürlich sicherlich ahnen, was ich vorhabe. Richtig, ich möchte mir die Dampfwalze nochmal bauen. Denn so eine lahme Chopper, ja, da können so ganz knuffige Helden von mir aus ihr Mädel ausführen. Aber wir führen unser Mädchen nur mit so einem Gefährt aus. Das macht natürlich gleich einen ganz anderen Eindruck, oder? Findet er nicht? Ich finde schon.